Und da schreibe ich mich dann willkommen zu einem Video, was ich schon lange nicht mehr in dieser Art gemacht habe. Denn wie vielleicht schon einige gemerkt haben, habe ich, obwohl ich vor einiger Zeit, also etwa 3 Wochen, einen Videoplan eingeführt habe, immer wieder Tage, an denen ich einfach mal kein Video hochlade, obwohl es eigentlich im Videoplan drin steht. Und dabei habe ich gesagt eigentlich im Videoplan, yo, ich will den eigentlich so einhalten. Und das Ganze ist eigentlich so, ich will den auch immer noch einhalten, diesen Videoplan. Ich habe nur ein kleines Problem. Ich habe zwar einigermaßen noch Zeit, meinen YouTube-Kanal hier zu betreiben. Das Dumme ist nur, dass ich irgendwie nicht weiß, was ich für Videos hochladen will. Denn es ist ja so, ich wollte ein bisschen mehr von der Minecraft-PvP-Szene weg, einfach weil es mir selbst nicht mehr so viel Spaß gemacht hat und wollte es eher eben hin eher zu anderen Sachen, zu so Projekten und sowas. Da ist natürlich einerseits Skylife und das will ich auch weiterhin bringen. Und ich wollte es gerne in diesem Video mal ein bisschen ansprechen, was ich demnächst da so vorhabe, denn da ist einiges in Planung, weil ich will einfach nicht mehr so viel PvP bringen und ich kann auch nicht jeden Tag nur Skylife rausbringen, das wäre ja auch irgendwie nicht ganz so toll. Deswegen habe ich mir gedacht, da rede ich diesmal einfach mal kurz drüber. Einerseits, wie natürlich schon gesagt, wird weiterhin Skylife auf meinem Kanal kommen. Das wird natürlich alles so bleiben. Andererseits werde ich aber natürlich auch diese Bestrafungsbattle, die wir eben schon mit Porter vor einer Woche ungefähr in dem Video angesprochen haben, die werden auch kommen. Das heißt, Bestrafungsbattle werden demnächst kommen. Wer genau noch wissen will, was das Video ist nochmal hier verlinkt. Das wird dann in einem neuen Tab geöffnet, dann könnt ihr dieses Video einfach weiterschauen. Außerdem habe ich ja neulich in dem Frag-Wolre-Video eben angesprochen, dass ich demnächst ein Modpack-Let's Play vielleicht anfangen will mit einer bestimmten Person. Ich hätte da auch schon eine Person, die vielleicht in Frage kommen würde. Ich bin aber noch ein bisschen am Überlegen, ich will dann vielleicht ein bisschen was besonders draus machen. Da werden wir mal schauen, was da sich noch so draus entwickelt. Da ist noch nicht so wirklich in der Planung. Außerdem ist da natürlich noch das Projekt, was demnächst irgendwann mal starten wird. Das heißt, Zalos ja in letzter Zeit irgendwann mal angesprochen in einer Skylife-Folge. Das habe ich auch schon mal in der Frag eure Video gesagt. Da wird noch ein Projekt kommen, was sehr cool ist auf jeden Fall. Was auch sehr oft kommen wird. Das heißt, es ist Vorschrift, dass dieses Projekt mindestens 2 bis 3 Mal die Woche kommen muss. Ich werde es dann natürlich 2 Mal die Woche hochladen, weil ich ja insgesamt nur 3 Videos hochlade. Ich hoffe mal dann auch, euch gefällt dieses Projekt, denn wenn es 2 Mal die Woche kommt, dann kommt dementsprechend nur noch ein anderes Video die Woche. Dann muss ich mal schauen, was ich dann da bringe. Skylife wird wahrscheinlich so, wie es jetzt ist, nicht weiterlaufen. Das heißt, es wird wahrscheinlich nur alle 2 Wochen oder so mal eine Folge Skylife kommen. Vielleicht wird es auch komplett pausiert. Da müssen wir einfach mal schauen, wie es dann weitergeht. Aber es könnte noch ein bisschen dauern, bis dieses Projekt eben startet. Ich freue mich auf jeden Fall schon mega drauf. Das ist nämlich ein sehr cooles Konzept und was auch alles. Zalos wollte da demnächst auch mal ein paar genauere Informationen ankündigen. Aber da sind wir mal gespannt auf alles Weitere, denn ich darf hier erstmal so nichts sagen. Ja, natürlich will ich auch nicht ganz ausschließen, dass noch Minecraft PvP kommt. Ich habe nämlich zum Beispiel auch gerade gestern ein Video mit dem guten Nestflo, den vielleicht noch einige aus den ganz alten Videos von mir kennen, eine Runde Bad Wars aufgenommen. Die ganze Runde ist da 40 Minuten lang geworden, das heißt, das werde ich ziemlich viel schneiden. Sowas will ich gerne noch weiterbringen. Das hat mir auch gestern sehr Spaß gemacht, die aufzunehmen. Und ich will gerne weiterhin auch PvP bringen, aber nicht mehr so viel und nicht mehr dieses klassische Survival Games, denn irgendwie macht es mir nicht mehr so wirklich Spaß. Irgendwie, ich sitze dann da immer davor, muss dann 20 Runden aufnehmen, bis dann irgendwann mal ist, die mir dann gefällt. Ich weiß nicht, ich könnte da natürlich jedes Mal so ein Let's Fail draus machen, das ist dann auch nicht schlecht, aber irgendwie habe ich da auch nicht mehr so wirklich Bock drauf. Das heißt, einige PvP-Sachen, wie zum Beispiel Lucky Survival Games, was ich ja sehr mag, Minecraft Bad Wars, wenn ich da eben eine coole Person dafür finde, die werden natürlich weiterhin kommen, aber eben nicht mehr so viel Minecraft PvP. Und natürlich ist auch nicht auszuschließen, dass noch weiterhin Kurzfilme kommen und nicht nur nicht auszuschließen, sondern es ist zu erwarten. Ich wurde auch schon einige Male gefragt, wann denn bitte die nächste Wolre-Story kommt. Ich weiß nicht, wie vielen von euch das überhaupt ein Begriff ist, denn in letzter Zeit sind, glaube ich, ziemlich viele neue Leute bei mir vorbeigekommen auf meinem Kanal. Das heißt, falls ihr die Wolre-Story noch nicht kennt, dann könnt ihr gerne mal hier irgendwo klicken. Die wird hier irgendwo eingeblendet sein, die Wolre-Story. Dann könnt ihr euch die auch nochmal anschauen. Und ja, klar, auch andere Kurzfilmchen werden natürlich noch kommen. Ich habe da auch einige Ideen. Im Moment fehlt mir aber irgendwie ein bisschen die Zeit, die umzusetzen, denn ich habe auch im Moment ein bisschen in der Schule ein bisschen Stress. Ich muss auch gleich noch ein bisschen was lernen. Falls ihr noch Ideen habt, wie man das Modpack-Let's Play möglichst cool gestalten könnte irgendwie, dass man sozusagen irgendwie ein bisschen was anders macht als dieses 0815 Let's Play, dann könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Und natürlich auch Modpack-Vorschläge könnt ihr hier nochmal gerne reinschreiben. Das wollte ich sowieso nochmal erwähnen. Das hat sich letztes Mal so ein bisschen rauskristallisiert, dass ziemlich viele vielleicht Feed the Beast Infinity sehen würden. Es wurden auch andere Sachen vorgeschlagen, wenn mir ich richtig entsinne. Dann war noch Feed the Beast Light. Tacket wurde auch vorgeschlagen und auch noch irgend so ein... Und dann noch 2 verschiedene andere Modpacks aus dem Technik-Launcher, die ich mir davor noch nie was gesagt haben. Und Digimobs wurden mir übrigens auch noch gesagt. Ja, okay, aber ich würde mal sagen, das war's auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen. Ansonsten gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so haltet, ob ihr noch Ideen für Projekte hättet oder ob ihr auch noch Ideen für das Modpack-Let's Play eben hättet. Ansonsten, ich würde mal sagen, das nächste Video kommt am Freitag, da habe ich dann auf jeden Fall mal wieder was. Bis dann, bleibt schleimig und tschüss.